Wie das Ganze bei mir entdeckt wurde, war eigentlich relativ lustig. Wie gesagt, ich war bei einem Venenspezialisten aufgrund der Thrombose und dann fragt der Arzt mich, haben Sie eigentlich schon mal daran gedacht, Ihr Lipödem behandeln zu lassen oder sind Sie bereits in Behandlung deswegen? Und ich gucke ihn an wie ein Auto und sag, was? Wie bitte? Keine Ahnung. Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich weiß durchaus, was das ist. Ich bin eine übergewichtige Frau. Ich habe schon mehr als einmal im Internet gegoogelt nach Abnehmtipps oder wie auch immer, Ernährungsberatung. Wenn man da nach dem Thema sucht, dann stößt man eigentlich unwiderruflich auf das Thema Lipödem. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich davon betroffen bin. Ja, ich habe mich auch selber, wenn ich Bilder von Frauen gesehen habe, dann in dem Moment, ich habe mich da selber gar nicht so gesehen. Jetzt vor kurzem hat mein Partner von mir eben Fotos gemacht, um das Ganze festzuhalten, wie es jetzt aussieht, um dann vielleicht, wenn ich die OPs bewilligt bekomme und das Ganze hinter mir habe, damit man halt auch ein Vorher-Nachher-Vergleich hat. Deswegen haben wir das gemacht und ich habe mich wirklich erschrocken, als ich die Bilder gesehen habe, weil ich mir dachte, um Himmels Willen, ja, das sieht so aus wie die Frauen im Internet, von denen ich schon sämtliche Fotos gesehen habe und immer dachte, nein, so siehst du nicht aus. Man hat halt teilweise dann ein ganz anderes Selbstbild von sich, ne? Oder wenn man halt einfach weiß, bestimmte Körperteile an mir gefallen mir nicht, die sehe ich nicht so gerne, dann vermeidet man halt auch in solchen Momenten entsprechend in den Spiegel zu gucken und verleugnet das Ganze, ja. Aber wie auch immer, auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, ich wusste bisher gar nicht, dass ich das habe und habe ihn halt dann gefragt, aber wie stellt man das denn fest? Wie diagnostiziert man das denn? Nimmt man da Blut? Stellt man da irgendeinen Wert fest? Also woher weiß ich das hundertprozentig, dass ich das habe? Und dann sagt er, also seien Sie mir nicht böse, das sehe ich bei Ihnen mit bloßem Auge. Das ist eindeutig Stadion Lipödem 3. Das kann gar nicht anders sein. Er hat dann auch einige Tests durchgeführt, hat auch nochmal den Ultraschall von beiden Beinen komplett gemacht und hat mich dabei auch mitschauen lassen. Und man hat wirklich diese Fettkissen da in den Waden und in den Oberschenkeln, das hat man wirklich auf dem Ultraschall ganz klar erkannt. Das waren wie Seifenblasen, ja, wie Blubberblasen überall in den Beinen. Also das hat man selbst als Laie ganz klar gesehen. Dann gibt es wohl noch so einen Test, den man macht mit dem großen C, wo man dann halt sehen kann, oh, da staut sich Lymphflüssigkeit. Das heißt, die Lymphdrüse ist quasi auch schon, das Lymphsystem ist auch davon betroffen. Und das war halt dann bei mir der Fall. Deswegen kam es dann zu der Diagnose Lipolymphödem.